wenn wir im Stundengebet dieser Tage, liebe Schwestern und Brüder, uns ein Gebet des Origenes zu eigen machen, der davon spricht, dass wir nicht nur zu Hörern des Wortes werden sollen, sondern zu seinen Vollbringern, dann greift das etwas auf, was uns die Texte heute als einen besonderen Akzent nahelegen. Wir haben beim Propheten Jesaja im 55. Kapitel gehört, dass Gottes Wort immer das bewirkt. Es ist nicht einfach ein gesprochenes Wort. Von Anfang an geschieht etwas durch dieses Wort. In höchstem Maße ist das nicht einfach ein Geplapper, wie Jesus heute im Evangelium sagt, kein Geräusch, sondern das Wort ist zugleich ein Ereignis. Und es erreicht immer das, wozu es gesandt wurde. Das erste Wort, das Gott spricht nach dem Zeugnis der Bibel, es werde Licht, dient dem ganzen Leben und der Schönheit der Schöpfung, ohne die Schöpfung gar nicht möglich ist. So ist es mit jedem Wort von Gott. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht nur in dieser Zeit, sondern wenn wir von christlicher Existenz oder von geistlichem Leben sprechen, uns immer unter dieses Wort stellen. Nicht nur, um es zu hören, sondern um selber durch dieses Wort etwas zu werden. Ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist, ruft uns der vierte Evangelist am Anfang zu. Auch wir nicht. Auch wir sind als Christen nicht ohne dieses Wort. Das ist das, was uns die alten Mönche in Erinnerung rufen, wenn sie von einer Conversio oder Conversatio Morum, von einer Bekehrung der Sitten sprechen. Wenn sie davon sprechen, dass sie dieses Wort so annehmen, dass sie es immer wieder käuen in der Murmuratio. Das Wort als Ereignis. Der Gehorsam unter diesem Wort und mit diesem Wort, durch dieses Wort und nur mit diesem Wort zu leben. Wenn wir heute uns angewöhnt haben, so kritische Zeitgeister, die wir ja sind, hier am Evangelium etwas zu fuhrwerken und dort etwas zu entstellen, dann kommt der nächste Vorschlag, sollten wir denn nicht das noch ändern? Das versteht ja heute niemand mehr. Dann zeigt das unsere ganze Empörung. Die in den Psalmen, wir hören das jeden Morgen im Psalm 95, ein Geschlecht der Empörung ist es, weil sie nicht hörten, weil sie nicht in der Lage sind, sich dem Wort zu unterstellen. Und wir wundern uns, dass das Wort nicht wirken kann, wenn es noch nicht einmal angenommen ist. Wie sehr muss uns die Mahnung des Propheten Jeremia, den wir jetzt morgen für morgen hören, in den Ohren klingen. Kein Kapitel ohne den Aufschrei, manchmal leidend, manchmal empörend, den er im Namen Gottes ausrichtet. Warum hört ihr nicht? Warum seid ihr nicht in der Lage, euch unter das Wort zu beugen, damit es euch ergreift? Wie wir das eben noch in der Kehrstrophe zu Magnificat gesungen haben. Senke in unser Hören, in unsere Reue, den Samen deines guten Wortes ein, damit neues Leben entsteht. Wenn wir das Wort wirklich annehmen, dann sprechen wir von Bekehrung. Und die frühen Christen wussten das, deshalb lehren sie uns, was uns so geradezu billig erscheint, dreimal am Tag das Gebet Jesu zu sprechen, das Herrengebet, ist zum Signal, zum Stempel des eigenen Lebens zu machen. Deshalb erklären die frühen Bischöfe bis hin zu Augustinus und weiter den christlichen Glauben an diesen sieben Bitten des Gebetes Jesu, weil darin alles enthalten ist. Weil sie wussten, dieses Wort hat eine Kraft, dass es ein Leben, das bislang nicht christlich war, prägen kann, dass es verwandeln kann zu einem guten und gelingenden Leben. Das ist die Einladung, die die Texte heute für uns bereithalten. Und wir sollten darauf vertrauen. Gottes Wort kehrt nicht leer zu ihm zurück, sondern bewirkt das, wozu es ausgesandt wurde und gesprochen ist.